die Leute gehen in das Haus, wo Rosa gestorben ist und wo Rosa auferstanden ist. Die Leute schauen sich an, dieses mächtige Haus. Es ist so mächtig, hier zu sein, liebe Leute. Wenn man sich es anschaut, es ist absolut mächtig. Und hier vor ihrem Haus steht, thank you, the most high God. Danke, höchster Gott, von dem mächtigsten Propheten. Danke, dass du Rosa wieder zurück zum Leben gebracht hast. Danke, mächtigster Prophet des Herrn, dass du eingeschritten bist. Ja, wie mächtig. Was wäre passiert mit Rosa, wenn Rosa nicht auferstanden wäre? Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn der Mann Gottes nicht diese drei Worte gesagt hätte? Es ist gut. Was wäre passiert? Ja, die Leute, die schauen, alle sind begeistert, hier zu sein. Es ist absolut mächtig. Die Leute wollen wissen, wie sieht es innen drinne aus in dem Haus von Rosa? Ja, sie wollen die Atmosphäre spüren. Und liebe Leute, wenn man dort reingeht, es ist wirklich sehr mächtig. Und ich möchte jetzt mit euch auch mal jetzt hier in dieses Zimmer reingehen und dass wir einfach mal schauen, wie mächtig ist diese Atmosphäre von diesem Zimmer, von dem Haus, wo Rosa gestorben ist und wo Rosa auch wieder auferstanden ist. Wir gehen jetzt mal rein, wenn alle Leute rausgekommen sind. Wir gehen rein und schauen. Und wir schauen jetzt mal hier, das ist das Haus von Rosa. Das ist, wo Rosa gestorben ist, auf dem Bett ist Rosa gestorben und Rosa ist auch hier auferstanden. Rosa ist auch hier auferstanden. Es ist ganz, ganz mächtig, liebe Leute, hier zu sein. Es ist ein Zeichen und Wunder dieser Zeit, dass der Herr so etwas tut zu dieser Zeit. Es ist absolut mächtig. Schaut, das ist das Bett. Das ist das Bett von Rosa. Hier ist Rosa gestorben und hier hat der Herr, Rosa wieder auferstehen lassen. Hier hat der Herr Rosa von den Toten auferweckt. Es ist absolut mächtig. Man hört die Leute Halleluja schreien.